freue mich auch, dass ich hier sein kann. Schönen guten Abend an alle. Jasmin Ababian Vogel ist mein Name. Ich werde drei Sachen machen. Ich werde erstmal zunächst einmal mich vorstellen. Wer bin ich? Der Name steht da schon. Der zweite Name, also der Vorname, der Nachname sozusagen, ist ein persischer Nachname. Mein Vater ist Iraner. Der danach folgende Vogel ist angeheiratet, ist auch schon wieder entflogen, hat sich erledigt. Bin am 18. Juli 1968 hier in Hannover geboren. Bin aber nicht in Hannover aufgewachsen, sondern kurze Zeit später nach Teheran gegangen. Dort bin ich groß geworden, Rückkehr 1986. Der Grund ist unten ziemlich gut sichtbar. Die politischen Situationen haben sich dann doch nach der Revolution geändert. Und unten rechts ist ein Bild zu sehen, wie wir gerade sozusagen auswandern, Flughafen Teheran. Und genau. Ja, seit 1986 bin ich wieder in Deutschland. Das Abitur, was ich im Iran gemacht habe, wurde hier nicht anerkannt. Das zweite musste ich also hier wieder machen, von 86 bis 89 in Hannover, und habe dann unmittelbar nach Beendigung des Abiturs ein Studium begonnen hier in Hannover, Politologie und Sozialpsychologie. Und nein, ich bin nicht Taxifahrerin geworden, sondern habe danach sozusagen meinen Pflegedienst gegründet, den interkulturellen Sozialdienst 1996. Unten ist ein Bild vom Tag der Eröffnung, da sah ich noch ein bisschen anders aus, hatte noch etwas längere Haare. Und Jörn, du hattest mich gebeten, sozusagen noch mal ein paar Sätze zu sagen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich mich entschlossen habe, mich selbstständig zu machen. Das ist ja auch immer ganz wichtig, also die Motivation fürs eigene Unternehmen. Vier Stück gibt es insgesamt mittlerweile, also beim interkulturellen Sozialdienst ist es nicht geblieben. Das ist das größte Unternehmen, 110 Mitarbeiter sind es. Wir haben 2014 noch ein Unternehmen dazugekauft, zack, zu Hause alles klar. Das ist ein Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor. Wir machen sozusagen zu Hause sauber. Also wenn ihr keinen Bock mehr habt, die Nummer, die kriegt ihr nachher bei mir. Wir machen das ganz gern. 2015 haben wir dann zack Pflege noch dazugekauft und last but not least im selben Jahr ein Yoga- und Pilates-Studio. Das S hat sich da irgendwie verdünnisiert, gegründet. Insgesamt sind es eben über 150 Mitarbeiter, die bei uns arbeiten. Und die Motivation sozusagen zur Gründung zumindest des ersten Pflegedienstes, das ist ja immer der wichtigste Schritt sozusagen, das erste Unternehmen, gibt eigentlich vier Motive, die dazu geführt haben, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Das erste Motiv ist natürlich, 1995 ist die soziale Pflegeversicherung entstanden und das war eine Boomphase für die Entwicklung von Pflegediensten. Es gab also sozusagen schon eine Nachfragesituation, für die es endlich mal Knete gab, und deswegen schossen dann die ganzen Pflegedienste wie Pilze aus dem Boden. Das zweite ganz wichtige Motiv, warum ich mich selbstständig gemacht habe, lag darin, dass ich selber eine Migrationsgeschichte habe und Migranten bis heute aus meiner Sicht immer noch die große Unbekannte darstellen. Für die Pflege heißt das natürlich, drei Dinge sind ausschlaggebend. Zum einen kulturspezifisches Wissen. Ich subsumiere das unter dem Begriff, das kennt ihr alle. Wann ziehen wir eigentlich die Schuhe aus? Müssen wir das bei den Türken machen oder bei den Leuten irgendwie aus dem Iran oder wie ist denn das? Das ist das kulturspezifische Wissen. Die Sprache in der Mitte ist natürlich auch immer ausschlaggebend für eine funktionierende Pflegebeziehung. Und der dritte Grund ist zum Beispiel, wie pflegt man eigentlich Menschen aus anderen Kulturen? Mit was für Mitarbeitern macht man das? Ist das unterschiedlich oder nicht? All das sind Dinge gewesen, die damals wie heute noch eine große Rolle spielen. Und die Regeleinrichtungen in der Altenpflege tun sich sehr, sehr schwer damit, sich dieser Kundengruppe sozusagen, die immer stärker wird, zu öffnen. Wir haben es getan. Das dritte ganz wichtige Motiv ist die interkulturelle Öffnung nach innen gewesen. Also nicht nur nach außen, sich sozusagen um diese Kundengruppe zu bemühen, sondern auch nach innen. Ihr seht unten so ein paar lustige Bilder, die spiegeln aber eine gesellschaftliche Realität wider. Ganz auf der linken Seite sozusagen ist ein Playmobil-Männchen. Die Müllabfuhr ist immer, irgendwie sind immer Ausländer bei Playmobil. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Es sind immer Leute irgendwie mit so einem schwarzen Schnurrbart. Ja, die Polizisten hingegen sind blond. So, das hat sich mittlerweile auch schon geändert, aber wenn man heute mal guckt in den Unternehmen, und deswegen auch dieser lustige Spruch, es herrscht ja Einigkeit darin, dass sich die Unternehmen alleine schon aus demografischen Gründen öffnen müssen und Diversity Management sozusagen ein wichtiges Thema ist. Also die Teams in den Betrieben sollen weiblicher, älter und bunter werden, bitteschön, und auch irgendwie diverser. Aber bei den meisten Betrieben heißt es immer, das ist wichtig und richtig, aber passt gerade bei uns nicht so richtig rein. Nicht in den Terminkalender oder in die Struktur oder weiß der Draht was. Es ist nach wie vor noch ein Bereich, der eine Baustelle ist. Wir haben damals gesagt, es kann einfach nicht sein, dass Diversity, wenn sie passiert im Unternehmen, sie eher Diversity bei Zufall ist. In den Krankenhäusern, wenn man mal fragt, seid ihr eigentlich interkulturell? Ja, ja, sind wir, aber wenn man mal genauer hinguckt, der Koch ist Portugiese und die Putzfrau ist Türkin. Rechts sieht man das ganz gut. Das ist kein Diversity Management und das ist auf jeden Fall keine interkulturelle Öffnung. Wir haben das gemacht, das war ein ganz starkes Motiv für uns. Und das letzte und ganz wichtige Motiv für mich persönlich war natürlich, ich subsumiere das unter dem Begriff der Chef.
ich habe ja sozusagen auch während des Studiums sehr, sehr viele Jobs immer wieder gehabt und auch als Schülerin habe ich in sehr vielen Bereichen gearbeitet und eigentlich waren die immer alle ganz toll. Alles Knorke, alles gut, nur der Chef. Der hat immer dafür Sorge getragen, dass das Betriebsklima doof war und man sich eigentlich nie richtig wohlgefühlt hat. Und nach der 15. Anstellung habe ich mir gesagt, wenn es da draußen keinen Job gibt, der so ist, wie ich ihn haben will, dann mache ich ihn mir verdammte Axt nochmal selber. Und habe mich sozusagen selbstständig gemacht in einem Sektor, der ein starker Wachstumssektor ist. Das sieht man hier, wir machen mal einen kurzen Ritt. Also Pflegebedürftige aktuell, das ist eine Zahl aus 2013, schneller ist das Statistische Bundesamt nicht, viele. Und im Jahr 2030 noch mehr. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, dummerweise, zweite Entwicklung in meiner Branche, wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel. Hat sich irgendwie rumgesprochen, dass das eine Branche ist, die schlechte Arbeitszeiten hat und so weiter und so fort, was nicht immer stimmt, aber letztendlich bedingt dadurch großer Fachkräftemangel, jetzt zur Sekunde sozusagen ziemlich viele und das wird sich noch verschlechtern im Jahr 2030, wenn wir nicht gegensteuern. So. Es gibt aber noch eine dritte Entwicklung in der Altenpflege und das ist mein Thema heute Abend hier. Wie viel Zeit habe ich denn eigentlich noch? Ich bin kurzsichtig und eitel. 45. Gut, prima, kriegen wir hin. Und das ist die Digitalisierung. Man mag ja mal denken, okay, Altenpflege, das ist so eine Branche, da geht es ja erstmal um die Pflege von alten Menschen, da geht es um Zuwendung, Nahrungszubereitung, Waschen etc. Das kann sich ja gar nicht digitalisieren. Das ist etwas, was man sozusagen face-to-face von Mensch zu Mensch machen muss. Weit gefehlt, das ist nicht so. Wir erleben im Moment in drei großen Schwerpunktbereichen eine komplette Umwälzung. Das eine ist der Bereich Wohnen. Dürfte euch vielleicht auch ein Begriff sein, sozusagen, wir kommen gleich nochmal bei den Beispielen. Der zweite große Bereich, die Art, wie wir miteinander kommunizieren, zwischen Angehörigen und Arzt, zwischen Büro und Arzt oder Büro und Pflegedienst, Büro und Angehörigen. Das sind alles Bereiche, die sich im Moment fundamental gerade verändern in der Art, wie die Kommunikation passiert. Und die werfen natürlich auch Fragen auf. Und der dritte ganz große Bereich ist der tatsächlich originäre Bereich der Pflege, wo wir aus ganz verschiedenen Gründen auch starke Umwälzungen wahrnehmen. Ich will das mal anhand von ein paar Beispielen nochmal verdeutlichen. Der Bereich Smart Home, das vernetzte Haus, ist, denke ich, etwas, was euch allen geläufig ist und ist auch nichts Typisches für die Altenpflege, sondern ist etwas, was sozusagen in den Lebensbereich von uns allen eindringt. Wir haben es mit vernetzten Systemen zu tun, die man mit Tablet oder mit dem eigenen Smartphone steuern kann. Das ist sozusagen etwas, was schon Realität ist. Wir erleben aber auch Entwicklungen, wir sehen das hier gerade, das ist von der Messe Altenpflege 2015. Das ist eine Firma, die einen Spiegel entwickelt hat, der wahrnimmt, wenn eine Person sozusagen ins Badezimmer kommt, für die Altenpflege entwickelt. Wenn es eine demente Person ist, man kann den Spiegel so einstellen, dass er dann die Signale gibt, jetzt ist Zeit, die Medikamente einzunehmen oder Zeit, mal die Zähne zu putzen. Soll im Grunde genommen eine Möglichkeit sein, damit pflegebedürftige Personen nochmal eine zusätzliche Unterstützung im häuslichen Umfeld bekommen. Der Life Manager, das ist der Gewinner des Altenpflege-Innovationspreises 2015. Das ist so eine Art Facebook für Senioren. Also das sieht man hier jetzt nicht, aber ist etwas, was sozusagen ein Kommunikationsmedium ist für pflegebedürftigen Angehörige und Arzt. Und last but not least, die Pflegerobbe Paro, die in Deutschland schon Einzug gehalten hat in die stationären Einrichtungen und seit 3 Jahren ungefähr tatsächlich zur Anwendung kommt und sozusagen im Bereich der Betreuung, insbesondere von Demenzkranken, eingesetzt wird. All das sind Dinge, die im Moment in der Altenpflege anzutreffen sind, aber das ist sozusagen nicht nur, das ist die Spitze des Eisberges, die Entwicklung geht natürlich noch weiter. Warum gibt es überhaupt diese Entwicklung in der Altenpflege? Es gibt 4 Hintergründe dafür, 3 oder 4, ich weiß es nicht genau, wir werden es gleich sehen. Zum einen natürlich der Fachkräftemangel. Immer dann, wenn Menschen fehlen, die pflegebedürftige Personen versorgen, wird es schwierig. Also hat man versucht zu gucken, gibt es andere Möglichkeiten. Japan, unten links, ist das schon sehr, sehr weit. Wir sehen einen Roboter, der in der Lage ist, einen Menschen tatsächlich hochzuheben und zu pflegen. Das ist ein altes Bild. Mittlerweile testet man in Japan Android-Roboter, also Roboter, die ein menschliches Antlitz haben und nicht mehr so aussehen wie irgendwie Darth Vader in Weiß. In der Mitte sehen wir Telemedizin. Das ist auch ein Bereich, der im Moment schwerpunktmäßig in Deutschland auch getestet wird, insbesondere im ländlichen Raum, wo einfach Ärzte fehlen und wo sozusagen gesagt wird, gut, wir haben die Möglichkeiten, dann holen wir den Arzt eben ins Wohnzimmer via Skype oder weiß ich nicht was. Und auf der rechten Seite seht ihr auch etwas, was schon Anwendung findet, nämlich der Dispenser, die Medikamentendosette, die sozusagen an den PC angeschlossen werden kann oder einen eigenen kleinen Computerchip hat und sozusagen Alarm schlägt oder eben unterstützt bei der Medikamenteneinnahme.
Der zweite Hintergrund der Entwicklung ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Das ist etwas, was in den letzten Jahren, glaube ich, subjektiv, so empfinde ich das zumindest, in der Bevölkerung immer stärker zunimmt. Nicht nur im Bereich der Sicherheit sozusagen vis-à-vis oder im Gegenzug zu Terrorismus etc., sondern es nimmt auch Einzug in unser tägliches Leben. Wir nehmen wahr, dass es eine Zunahme an Überwachungssystemen gibt, insbesondere im stationären Bereich. Unten links das Bild der Seniorin, die trägt ein Armband mit einem Chip drin. Es soll sozusagen eine Möglichkeit sein, um weglaufgefährdete Personen an der Stelle besser orten zu können. In der Mitte sehen wir eine Badezimmermatte, die ist schon im Einsatz, die gibt es schon. Sie ist mit Sensoren ausgestattet, die in der Lage ist zu erkennen, wenn jemand aus dem Bett steigt und dann sozusagen stürzt und für eine bestimmte Zeit sich nicht mehr bewegt, dann schlägt die Matte Alarm und je nachdem, wo sie eben angebunden ist, bei den Johannitern oder bei dem Angehörigen oder Arzt, kann dann eben interveniert werden. Und last but not least, rechte Hand, der smarte Kühlschrank von Samsung entwickelt. Erstmal eine ganz prima Eigenschaft, aber dahinter steckt natürlich auch das Bedürfnis, dass nicht nur der Kühlschrank bei Edeka gleich die Lieferung abgibt, sondern auch feststellt, die Milch ist abgelaufen. Das ist insbesondere bei der Versorgung von pflegebedürftigen Menschen mit zum Beispiel Demenzerkrankungen natürlich ein Faktor. So, die dritte und letzte große Begründung oder Hintergrund für diese Entwicklung ist natürlich das, was mein Vorredner auch schon angesprochen hat, nämlich gerade in Deutschland unsere ausgeprägte Aversion gegen Fehlern und auf der anderen Seite unsere Liebe für die Effizienz. Und Effizienz und Fehlervermeidung sind natürlich ganz wichtige Hintergründe dafür. Wir sehen auf der linken Seite den Roboter, der in der Lage ist, eben die Ernährung sozusagen mit zu gestalten im stationären Bereich. Aber genauso gut auch die computergesteuerte Medikamentenstellung, die es in Apotheken heutzutage schon gibt. Und rechts sehen wir einen Beschäftigungsroboter, der ist ganz praktisch. Auf der einen Seite spielt er nämlich, ich weiß gar nicht, was er da gerade spielt, keine Ahnung, irgendein Kartenspiel mit der Seniorin. Aber das Tolle an dem ist, der wird nie krank. Das ist echt prima und deswegen kostet er auch weniger Geld. Und deswegen sind auch viele Einrichtungen ganz scharf auf so ein Ding und sagen, das ist der Mitarbeiter der Zukunft.